Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ja! Auf unserem Kanal. Heute frisch rausgekommen, frisch auf den Markt. Hier für euch, von uns. Was? Verzähl mir keinen Scheiß, sind die wirklich gerade rausgekommen? Die sind wirklich gerade herausgekommen. Die Elfu-Sticker-Capsule. Und dann so bam bam bam. Wie so eine richtig schlechte japanische Werbung. Ja, Mann, euch nicht. Hey Leute, Mike ist der Mike und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe noch jemanden dabei. Sag mal hallo. Hey ho, hallo, guten Tag, guten Abend. Ja, der Uwe ist noch dabei. Das Video wird auch auf seinem Kanal natürlich veröffentlicht. Also von ihm dann. Und heute frisch auf dem Markt die Enfu Sticker Capsule. Yay! Da hat irgendeiner im Workshop so ein paar Sticker veröffentlicht. Und Valve fand das wohl so cool, dass die einfach gesagt haben, okay, der kriegt jetzt von uns eine komplette Sticker Capsule. Capsule. Ja. Okay, Insider. Da gab es auch noch so eine kleine Kontroverse. Ich weiß gar nicht, ob wir das erzählen sollen. Ich hatte dir das geschrieben, Uwe. Soll ich das erzählen? Ja, erzähl ich. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gelesen. Ja, und zwar haben sich viele darüber gewundert, weil diese Sticker, die haben jetzt... Die sind halt relativ gut im Workshop angekommen, aber die hatten jetzt nicht wirklich viele Views und auch nicht viele positive Bewertungen in Relation zu anderen Stickern. Und haben sich viele gefragt, warum denn plötzlich dann er so mit seinen Aufklebern eine komplette Sticker-Capsule quasi von Valve bekommt. Und manche Leute haben dann herausgefunden, dass Freundesfreunde und Freunde von denen Freunden dann aus seiner Freundesliste viele Mitarbeiter von Valve sind. Und naja, da war so eine kleine Kontroverse. Aber Vitamin B. Und da wollen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wir wollten euch nur mal die Capsule jetzt vorstellen und gleichzeitig auch noch 5 öffnen. Ja, genau. Die haben jetzt gekostet wie viel? Glaube ich 4 Euro, knapp 4 Euro. Ja, so um die 4 Euro. Capsule, aber man braucht keinen Schlüssel. Das hat uns jetzt dazu beleitet, dass wir gleich 5 öffnen wollten. Am Anfang erst so 2-3 öffnen. Weil für Aufkleber ist natürlich schon heftig, wenn du dann noch einen Schlüssel dazu kaufen musst oder so. Sind jetzt auch nicht alle so richtig cool, aber es gibt ein paar, die sind halt richtig witzig. Wie zum Beispiel das Jabbo-Huhn, das ist auf jeden Fall Boss-Huhn. Ja, auf jeden Fall. Aber nichts geht über das Unicorn. Ja, Mann, das Unicorn. Alter, wie geil, wenn du das Unicorn 4-mal auf deine Waffe drauf hast. Alter, dann tötest du jeden. Instant. Dieser Glamour, der dann von deiner Waffe ausstrahlt, ja, wird dann quasi wie so eine Flash. Da explodieren die Köpfe von den Gegnern einfach. Also das ist schon richtig mächtig, das Unicorn. Ja. Okay. In Holo natürlich, in Blau ist es dann ein bisschen schwächer. Ja, wenn die Gegner dann so einen Helm anhaben, dann brauchen die quasi, müssen die zweimal hingucken zum Sterben. Ja, genau. Ja, an sich sonst sind halt jetzt auch nicht alle so wirklich cool und ja. Wir hoffen einfach aufs Jabbo-Huhn und aufs Unicorn. Der Geist ist noch ganz witzig, Mann. Ja, den fand ich sieht auch halt auch lustig cool aus. Oder diesen Skill-True, dieses Skelett da links. Ja. Ich habe überhaupt eine halbe Stunde gebraucht, gerade den zu finden. Okay, lass uns jetzt das Video nicht arg zu lange ziehen. Okay. Wir öffnen jetzt mal die erste. 3, 2, 1. Go. Also ich habe schon gemacht. Ja, ich hab's auch schon gemacht. Und ich habe den Samurai. Es ist das blaue Unicorn. Oh, ich bin kurz vor dem blauen Unicorn gestoppt, Mann. Ich habe das blaue Unicorn. Der Samurai sieht irgendwie übelst strange aus, Mann. Ich finde ihn gar nicht schön. Der Samurai war der... Ja, Mann. Der Braune, das Braune. Also, wenn es dann wenigstens der Ninja gewesen wäre. Also, dieser Silent Ninja, okay, aber... Ja. Ja, der Samurai sieht wirklich komisch aus. Sieht echt komisch aus. Okay, lass die nächste gleich öffnen. Go. Jo. Mission to Unicorn, Holo. Ja. Ich hab's Jabbo-Huhn. Oh, komm, bitte geh weiter, Mann. Scheiße, Mann. Ich hätte fast das Unicorn Holo gehabt. Aber ich hab dafür das Jabbo-Huhn, Mann. Ich hab den Guru. Den Guru finde ich aber auch ganz okay. Auch ziemlich bossmäßig, das Huhn. Ich weiß noch gar nicht, auf welche Waffe ich die draufpacken soll. Ich auch noch nicht. Ich glaube, ich packe die auf die Hole. Das ist Huhn, also das Huhn auf die Hole. Okay. Okay. Sag an fürs Nächste. Ja, 3, 2, 1, go. Jo. Komm, oh, eine kann reinbacken. Nein, Mann, ich hab den scheiß Geist. Ah, okay. Ich hab den Guru. Bis jetzt nur die witzigen Skins, okay, aber die sind halt natürlich auch... Geldverbrennung Nummer 1. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die pinken 2 in Holo, also nicht Holo, aber die pinken oder was auch immer, die
sind safe, alle anderen kannst du reinkacken, ne? Ja, aber alle anderen sind momentan auch noch so 1,50 bis 2 Euro wert. Ja gut, aber wenn die Kiste halt 4 Euro kostet, läuft nicht so gut. Okay, dann ist drei. Das nur ein... Ja, okay. Okay, 3. 2. 1. Go. Das wollte einfach nichts sagen. Ja, ich wollte nur sagen, dass es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ich habe einen Spartan. Das sieht jetzt auch lustig aus, aber ist jetzt auch nicht so der Hammer. Ich habe wenigstens den Skull True. Also ja, ich habe schon mal 2, die ich auf jeden Fall gerne haben wollte. Ja, 2. Ich habe das Huhn und den Skull-Tor-Geist. Die sind auf jeden Fall lustig. Und jetzt kommt der letzte. Der soll jetzt hier der Silent Ninja Holo sein. Oder meinetwegen der Bomb Squad. Nein. Ich bin fürs Unicorn. Oder Unicorn Holo wäre jetzt natürlich fucking awesome einfach, ja, nur. Ja. Okay, wir wollen das fucking Unicorn Holo. 3, 2, das fucking Unicorn. Oh, okay. 3, 2, 1, fucking Unicorn, go. Ja. Oh, komm schon. Oh, nein. Zweimal, oh, ich hab's zweimal. Das Chicken habe ich wieder. Alles Babbo Chicken. Und ich habe jetzt den Salut. Ja, okay. Ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber das Huhn auf jeden Fall zweimal, das ist schon auf jeden Fall eine Win-Situation. Ja. Weil das Huhn das einfach. Unicorn. Das awesome Unicorn habe ich einmal. Ach, du hast einmal das Unicorn, Mann. Das Blaue, ach, ja. Ach, blau, aber ist ey, besser als kein Unicorn. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, wie gesagt, so ein kleines lustiges Video, Vorstellungsding. Ja, genau. Da, ne? War jetzt ganz lustig, denke ich mal. Ja. Hier, ihr seht schon im Inventar, da wartet einiges in den nächsten Tagen auf euch. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Drückt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch rein, allein schon für das scheiß Hühnchen, Alter, für das Chabo-Hühnchen drückt einen Daumen hoch rein. Das und ist bei mir für das Unicorn. Ja, Mann, okay, ja. Fürs Unicorn müsst ihr Double Daumen hoch geben. Also ihr müsst euch einen zweiten YouTube-Account erstellen, um dass ihr zweimal einen Daumen hoch geben könnt. Ja. Okay, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein.